Ja, also wieder bei Bravely Second. Beim letzten Mal haben wir weiter mit der Sidequest gemacht. Mit Profiteur und Holly. Und ja, sind jetzt gerade mit Trillmin ein bisschen auf der Suche nach einem Mädchen, was hier verlaufen hat. Von Holly bekommen wir mal wieder so ein paar kleine Fetzen aus ihrer Vergangenheit. Wie auch jetzt zum Beispiel wahrscheinlich. Ich sehe, sie ist nicht hier auch. She's somewhere in these tunnels, all alone. Alone and afraid. We have to find her, and quickly! Holly, are you... When my grandfather and I first moved to the city, everything went so well. We lived in a beautiful house, and I received the best education money could buy. I wanted for nothing, and yet, I was alone. My grandfather was consumed with his business. It was like he was another person altogether. A person who had forgotten about me. Then one day... What am I doing, reliving the past here? There's no time to lose! Holly! Man sieht gerade echt den guten Vergleich. Vergangenheit... Ja, gegen Gegenwart. Oder gegen Zukunft schon eher eigentlich. Leben in der Vergangenheit oder Plan für die Zukunft? Ist halt so eine Sache. Ja, Wind wart ihr. Das sollte eigentlich reichen, wenn Magnolia, glaube ich, das einfach umhaut. Kauf damit. Und ich glaube echt, es ist besser, für die Zukunft zu planen, als in der Vergangenheit zu schwelgen, weil ich sag mal so ganz realistisch gesehen, bringt es nichts, in der Vergangenheit zurückzugucken, wenn man dadurch im Leben auch nicht weiterkommt, ne? Dementsprechend. Ja. Ich denke mal, es müsste schon irgendwie noch was ganz Krasses kommen, damit ich mich hier gegen Profiteur stelle, weil er hat so realistisch gesehen dann doch die besseren Vorschläge und, naja, Visionen. 200 noch. So. Tis, bitte nicht sterben. Danke. Bei dir kann man sich leider nie sicher sein. Ein paar KP kriegst du noch. Soll am besten jetzt aber nicht mehr allzu lange gehen, weil mir auch langsam die TP ausgehen. War die Höhle aber schon immer so, dass man immer hoch, runter musste? It's no use, Idia. I can't find her anywhere. That poor girl is all alone. With no one to help her. To hold her. Holly! When my grandfather died, I was left all alone in that grand, empty, echoing house. The business passed into someone else's hands, and I went back to my childhood home. But there was nothing there. No one. Not a soul was left. Of course, this was years before the Grand Marshal's airship soared through the skies of Eternia. Ich glaube, Holly sympathisiert mit dem Mädchen und dem Großvater wahrscheinlich einfach nur deswegen so sehr, weil es sie genauso damals getroffen hat. Also eher so eigenes... Naja, nennt man das denn? Sie ist halt auch mit drin... involviert. So. Damit Magnolia da jetzt nicht so viel verschwenden muss. Sondern nur einmal ein Tornado. Achso. Ja. Doppeltornado. Naja, schauen wir mal. Ob sich da noch was entwickelt. Was war das, der vierte vorne ist und nicht irgendwie ganz links? Ein paar Volltreffer daneben gehen. Okay. Kriegen wir. Na, okay, kriegen wir doch nicht alle tot. Ich glaube, einige hatten ein paar mehr KP. Alle bis auf einen tot bekommen. Sehr schön. Nee, danke. Wenn ich jetzt noch einen Kampf mache, bin ich wahrscheinlich ziemlich sicher tot.
So, was hast du noch zu sagen? Look, another victim of your vaunted economic recovery. I wasn't meant to die in a place like this. Are you all right? Take a deep breath. In, out. Don't strain yourself. Once we get you outside, there will be plenty of fresh air for you to breathe. Hand him here. I will take him to the entrance. Money, money, money. All these people risking everything for money. Is that all their lives are worth? Is this the recovery you're dreaming of? Is this the cost of rebuilding a nation? It may not buy feasts and finery, but isn't it better just to live together as long and as happily as you can? For that old man and his granddaughter, isn't a modest life together better than an affluent one apart? Listen, even I... never mind, we must hurry it! Ja, ein einfaches Leben jetzt heißt nicht, dass man auch später ein einfaches Leben hat. Ich finde, man muss auch immer so ein bisschen an die Zukunft denken. Hebt Betörung auf. Ich habe gar nicht geguckt. Trägt eigentlich irgendjemand von meinen? Ah, nicht wirklich. Weiß nicht, ist der vielleicht gut, der Dolch? Oh, so sogar wirklich. Besser als der Speer auf jeden Fall. Und auch besser als Isinokami. Tu Isinokami weg. Ist leider schwächer, ne? Ich könnte sogar das noch mit in die Hand nehmen eigentlich. Heißt es zweihändig, sehe ich gerade. Nee. Kann ich nicht. Never mind. Aber das Mithrilschwert ist besser. Als der Mithrilspeer. Ist da noch irgendwas besser? Nee. Nö. Ich glaube, so passt das ganz gut. Haben wir zwei neue Waffen jetzt nochmal drumrum. Und dadurch ihre Specials wieder alle weg. Aber gut. So, ich glaube, wir sind schon fast am Ziel. Aber irgendwo sind noch zwei Truhen. Hauen wir mal voll drauf, wieder mal. Wobei, wie sieht es aus mit den KP von denen? Einer hat ein bisschen mehr. Das heißt, da haben wir ein bisschen mehr drauf. So. Machen wir mal dann die Tornados wieder. Weil sie kann immer noch ein Special machen. Und plötzlich hat sie die Dolch-Specials? Keine Ahnung warum. So, Leute, bitte alles überleben und einfach voll reinhauen. Nein. Okay. Oh, okay. Ja, dadurch, dass sie jetzt so schnell dran war, hat sich's eh erledigt. Fehlen eigentlich noch. Es sieht aus, als würde die als nichts erreichen, aber der ist noch so weit weg. 700. Dann wahrscheinlich Magnolia Level 6. Okay. Da ist noch was. Okay, und die andere Truhe da unten, die kann ich nicht bekommen. Na gut, dann würde ich sagen, wir heilen uns hier eben. Und kämpfen wahrscheinlich gleich gegen einen von beiden. Denke ich mir. Tutorial Quest. Stimmt, jetzt wo das da unten gerade stand, habe ich auch schon lange nicht mehr drauf geguckt. Das mache ich irgendwie nur mal am Anfang des Let's Plays, ne? Irgendwas Neues hier? Nur die Sache hier machen. Vielleicht irgendwann mal. So, hallo Mädchen. Oh, here she is! Oh, you are well, child. There's no injuries. Oh, if anything were to happen to the precious granddaughter of a dear business associate. Come. Come, let us be gone from this horrible place. I will personally escort you to safety. Come, 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 right this way.
After all this, you still have designs on that old man and his land. Why would that have changed? My recovery plan will save this country! How can you even say that after what you put them through? The girl coming here was not my doing. Of course it was. You're the one who tried to take her home from her. Ugh. Do not conflate matters. You know, shrieking like that will only give you more wrinkles. Huh? Say that again? I couldn't hear you over the grinding sound coming from under my heel. Ow, 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 my foot! Oh, do not twist. Oh, knock it off, you two! Can't you see you're scaring her? Look, I'll take care of the rest. You two just get out of here. Now! Granddad! Oh, my sweet child. You're not hurt. Thank heaven. Oh, thank heaven. Go on now. Chew! Huh. Miss Idia, I will kindly ask you not to say anything beyond your expertise. Finally. But what to do? Perhaps we should abandon our home after all. You mean, just move away to some place we don't even know, Granddad? Will I even be able to support her in some strange land where I don't know left from right? What should I do? What will be best for my dear girl? It's a tough choice. Even if it's for the good of the nation, you shouldn't have to give up the home you love, right? But if they do give it up, their war-torn homeland will have the chance to get back on its feet. What would I do in their shoes? Genau das, was ich im letzten Part noch meinte, ne? Ich glaube, die Enkelin hat auch nur so die Ansicht, nein, ich will mein Zuhause, weil das Kind halt noch nicht so viel hat, ne? Es hält sich eher an dem fest, was der Opa sagt. Und ich sag mal, wenn es jetzt vielleicht nochmal so 10 Jahre älter wäre, könnte es auch vielleicht ein bisschen mehr selbst über die Zukunft nachdenken. Also ich finde das hier. I think you should sell your land to profit her. For your country's sake. I see what Holly's saying, but I just don't think she's right about this one. Take the money that Profiteur is offering, and move to a nice house in Hartschild or somewhere. It's the best thing for you and your granddaughter. Don't you think? Of course. Surely. You must be right. Did you just say what I think you said, you bubble-headed naive? Whoa! I just can't let my guard down with you around, can I? I thought you understood, Idia, but you still don't get it, do you? Profiteur's plans for this country's recovery will only make the rich richer and the poor poorer. These two, the workers in this mine, they'll never be able to crawl their way out of poverty. Are you really that blind? Ah, of course. Tell me, how much is that little rat paying you? He's playing you for fools! How clueless can you be? Oh yeah? About what? You've heard the rumors floating about the seas these days, right? They say some little rat has been paying visits to the foulest sorts, and he hasn't been going empty-handed either. Pirates, ex-sailors turned mercenary, the scurviest sorts imaginable. And what do you think they're planning? An honest, on-the-up-and-up trading post? Don't make me laugh! Hmm? But that would mean... Right, the post will need dock hands, miners... Those rough-and-tumble types would make for a formidable workforce. Having people like that around would make the seas safe from pirates and boost trade even further. By developing that inlet as a trade center, this nation might truly flourish again. This girl could look forward to a bright future. What are you even thinking? And you defile this beautiful spectacle of nature? Spectacle of nature? Well, that's the first time I've heard anyone describe those lava-caked rocks as a... Don't interrupt me, old man. Just don't sell your home. Got it?
Look, it's for your own sake and your granddaughter's. Don't any of you see that? Why won't you just listen to what I have to say for once, Idia? Oh, I get it. You need more convincing. Then I guess you won't object if I backhand some sense into you. So. Ja, besiege Holly. Schauen wir mal, was noch steht. Ja, ich bleib dabei. Also ich finde, gerade jetzt hat Holly doch gezeigt, wie unglaublich starrsinnig sie einfach drauf ist. Weiß nicht. Einfach nur im Hier und Jetzt zu leben oder auch in der Vergangenheit und nicht wirklich so ein bisschen in die Zukunft, sondern einfach nur, dein Land ist schön, leb einfach darin, versuch's einfach irgendwie. Also, ich muss sagen, der Profiteur mit seinem Plan, auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen dubios klingt und wir wissen, was der in der Vergangenheit gemacht hat, also noch dubioser ist, finde ich, kann ich damit noch eher mich abfinden als mit dem, was er jetzt so macht. Also mit dem, was Holly so macht, meine ich. Dementsprechend, sie verkaufen das Land. Punkt. Ugh, why am I wasting my breath? You never got it and you never will. Then we'll just have to move straight on to discipline. Get out here, girls. These buffoons need a dose of reality. Let's take good care of them. Na dann. Let's go. Why am I always surrounded by stubborn oxen? Well, I'll show you how I deal with oxen. You're looking at the former saving grace of the Eternian Sky Knights. White Mage Holly White. Assume the position. Okay, let's go. Ich würde sagen, ich versuche dir erstmal allein zu schläfern. Du versuchst... Was soll ich noch so jetzt bekommen? Ach ja. Wobei, mit Nächstenliebe kann sie ja quasi theoretisch wieder selbst heilen, indem sie sich von anderen einfach ihre die TP holt, zum Beispiel von Idea. Das ist vielleicht doch praktischer, als ich dachte. Machen wir mal Dunkelheitsschaden, weil Weißmagier? So, Idea, du nimmst mal direkt zwei und untersuchst mal beide. Und du klaust wie immer erstmal. I. Jadekrummstab. Das könnte wehtun. Ah, perfekt. Die beiden sind schon mal eingeschlafen. Die haben eine Schwäche gegen Blitz. Okay. Du hast gar keine Schwäche, natürlich. Okay. Ich würde sagen, you... Achso, das zählt nur für ihn selbst. Müsste ich eigentlich Tiss geben, damit er nicht ständig angegriffen wird. Ich würde sagen, einmal weißer Wind auf alle zum Heilen. Was hast du denn Schönes? Oh ja. War das mal eine Füße? Wobei, eine physische Attacke ist vielleicht gar nicht mal so doof, gerade in dem Moment. Wobei, du kannst eigentlich den Lebensdieb machen, um dich mal wieder voll zu heilen. Nicht voll heilen, aber auf jeden Fall einiges an Schaden. So, du heilst den Rest. Und hier hauen wir jetzt mit der Götterwaffe einmal drauf. Also wie immer, ihr seid natürlich auch eingeladen zu sagen, was eure Gedanken und Entscheidungen dazu sind. Ich habe jetzt gesehen, was meine Gedanken dazu sind. Und ich denke mal, ich kann mit der Entscheidung auf jeden Fall auch gut leben. Jetzt habe ich den anderen nichts geklaut. Naja, wird schon nicht so schlimm sein. Here I go. Oh, das sah auch schick aus. Ah, hier noch 12.000. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Gerade Aurora tut unglaublich weh. People should live in a way that suits them. Live above what suits you or below. You'll only end up miserable. I suppose you types born into wealth and privilege will never get it. Ich glaube, im Endeffekt geht es ja auch einfach nur aus eigener Erfahrung. Meine Güte, was kann ich alles hier machen? Blitz, ja, kleine Treffer hoch. Immer den Bolzenlauf. Einfach nur, um das alles noch ein bisschen weiter zu erweitern. Das haben wir auch schon mal gemacht, oder?
Schaden. Hör auf damit, Mädel. So. Du hast keine Schwäche gehabt. Aber ich glaube, ich hau mal den Hammer drauf, um zu gucken, ob das vielleicht guten Schaden macht. So, und du kannst einfach wieder deinen Lebensdieb machen. Ich hätte auch zweimal machen können, eigentlich fällt mir gerade auf. Wow, sehr gut getroffen. Ui, okay, das war aber ein Crit. Aber trotzdem schick. Mach das mal nochmal. Jetzt bist du dran mit deinem Special. Oh, Magieabwehr hoch. Das ist gut. Vielleicht kriege ich da ein bisschen weniger Schaden von Aurora. Das sieht schick aus. 3400 Schaden, jo. Na okay, ich wollte gerade sagen, jetzt heil ich bitte dich, aber das war ja echt eher so mickrig. Weil wir nur am Kritten sind, haben wir auch Krit hoch. Ja, wir haben Krit hoch, okay. Leider jetzt nicht so voll, das heißt, wir machen einfach nur einen normalen Angriff. Du kannst einmal Lebensdieb. Ich kann noch mal gucken, ob vielleicht irgendwas plündern kann. Nein, okay. Ich hole keine Verstärkung dazu. Ah ja, da sind wieder neue Pflegelehrlinge. Das heißt, die kann ich auch gleich noch bestehlen. Plündern. Allheilmittel, okay. Don't do that. Wow, kannst du mal bitte richtig treffen? Schade, das hat natürlich ganz knapp nicht gereicht. Okay, dann machst du jetzt erstmal wieder den weißen Wind. Und schade, und damit sind leider die ganzen schönen Boni auch wieder weg. So. 527. Probieren wir es mal mit einem normalen Angriff. Vielleicht reicht das. Nein. Das könnte wehtun. So, einmal bitte alle wieder schön heilen. Meine Güte, die hassen Tiss. Ich sehe es doch. Immer und immer wieder. Ich könnte ihn nicht einfach mal in Ruhe lassen. Den Armen. Er hat doch schon Angst. Dann muss man wieder ein paar KP mit der Lebensdieb. Wow. Das hat sich gelohnt. So, Holly down. My boys. Grandpa. Why have you all gone and left me? Einfach nur mal nochmal zur Sicherheit. Ja toll, ich kann mich nicht mal verteidigen hier. Keine Ahnung, schmeißt ein Item rein oder so. Ja, du heilst dich auch selbst erstmal. Aber sind die gleichen, die wir auch vorher hatten, ne? Na gut. Machen wir es eben zu Ende. Hier, klau dem Mädel nochmal seine letzten Allheilmitteltränke. Wollte sagen, wenn jetzt noch Tiss stirbt, ne? So, Level up, Level up, kein Level up. Und ein paar Sachen bekommen. Okay. Und damit haben wir auch den Weißmagier Asterisken. Und nicht schlecht eigentlich. Na gut, aber den kennen wir ja auch schon. Sieht das ein bisschen neuer aus? Vielleicht. Ah! I will not forget this. Und weg ist sie. I was so scared. There, there, child. I'm sorry for putting you through such an ordeal. There's no need to worry any longer. I'm going to sell that old house and take you someplace where we can live a fine life. You're going to sell our house? If we just give up that house, we'll be able to live an easy life together for the rest of our days.
But that's our home. The home we shared with Mom and Dad. I know, child. But there's no sense in staying there if it's just gonna lead to more pain and strife. No! I don't want to leave again. If you want to go, go on your own! No, wait, child! Well, I fear you've seen the worst of us now. My, my. What is all this? First that sentimental sadist, and then the little girl both go running past me. Oh! So you've been convinced to sell the house? Fantastic! I shall owe you for this, Miss Idia. And a profiteur always pays his debts. Thanks, but I didn't do it for you. I did it for the people of this nation. Now, now, once we get back to the city, we will have you sign over the deed to that house, and... I know. But you'd better be sure you can pull this plan off for my granddaughter and all of the children. You can count on me. You have picked the winning horse in this race, don't you worry. That reminds me. We had a letter come for you. Eh? For me? From whom? The former King Camer the Edge? What is this? I defaulted on a loan which I had secured using your name. A very large one. So sorry. Yours, Camer. What? That incompetent pompous! How could he be so reckless? And now, of all times when I need defense! I am afraid that I have urgent business to attend to. I will have to leave this country for a short while, but fear not, I will return. Now, if you will pardon me, there is a certain metal-clad cat I must be seeing. I sure hope I made the right call. Now work can begin on the new trade port, and this nation can get back on the road to recovery. Kids like that little girl can look forward to a bright future here when they grow up. Yeah. Let's hope. Also ich finde, so falsch war die Entscheidung hier jetzt nicht wie ganz am Anfang mit Schakal. Das Korsarenmeer. Hey Yu, was ist das Korsarenmeer? Diese Holly hat es erwähnt. So nennen die Leute das Meer, das östlich von Eisen liegt. Das klingt spannend. Korsar ist ein anderes Wort für Pirat in der Sprache von Loxendak. Genau, und die Leute sagen auch Piratenozean dazu. In manchen Gegenden heißt es sogar Piratenseeweg. Nicht zu vergessen, der legendäre Staat, den die Piraten dort gründeten. Ein Piratenstaat? C'est romantique. Das war im Mittelalter. Durch technischen Fortschritt wurden größere Schiffe gebaut und die Leute fuhren zur See. Menschen, Waren und Informationen konnten schneller denn je zwischen den Ländern ausgetauscht werden. Vage Gerüchte und unklare Informationen waren einmal. Über Nacht wurde die Welt kleiner und schlauer. Und sie erlebte eine Zeit großer Entdeckungen. Natürlich waren damit nicht alle glücklich. Es gab Streit mit Waffen. Die Orthodoxie verlor an Macht, weil neues Wissen alten Aberglauben besiegte. Schuld hieß es, seien die Seefahrer, die Piraten. Aber die Seefahrer ließen sich von den verstaubten Lehren nicht bremsen. Sie überfielen alle religiösen Staaten. Sogar die Kristallwache wurde geschickt, um die neuen Piraten zu besiegen, aber auf See war sie hoffnungslos unterlegen. Schließlich gründeten die Piraten ein eigenes Land. In der Mitte zwischen Eisenberg und Anscheim. Magnifik! Das möchte ich sehen. Wir fahren ins Land der Piraten. Ha, selbst wenn ihr das versuchen würdet, wir würden nur das weite leere Meer finden. So, Monster sind aus. Okay. Dann latschen wir eben noch schnell hier raus. Also wie gesagt, es klang halt wieder so, na, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Sollte das so sein? Aber ich finde, schon. Doch. Sollte, glaube ich, so passen. Wie gesagt, ihr könnt mir ja gerne sagen, was eure Entscheidung da wäre. Ich halte mich jetzt erstmal beim Abenteurer einmal kurz und dann werden wir uns... Ich halte mich nicht beim Abenteurer. Ach, ich wollte sowieso offscreen in Dingens in Hartschalt mich nach Waffen umschauen. Das heißt, ich kann es auch gleich direkt dort machen dann mit dem Heilen und alles. Ja, wir werden dann im nächsten Part dann ins Aquädukt gehen und uns dann an Amy ranschleichen. Ich denke mal, das Aquädukt wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen gehen, also ich glaube, so schnell sollen wir dann nicht durch sein. Naja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall jetzt von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.